Gegen Hamed Abdel Samad wurde eine Fatwa, ein islamischer Mordaufruf, verhängt. Der deutsch-ägyptische Autor und Politologe aber betreibt seine Abrechnung mit dem Islam unbeirrt weiter. Herzlich willkommen zum Interview. Guten Tag. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren, zum DW-Interview. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Abdel Samad, eine Abrechnung ist auch der Untertitel Ihres neuen Buches über den Propheten Mohammed, immerhin den Begründer der zweitgrößten Weltreligion nach dem Christentum, den Sie einen Massenmörder nennen. Wie kommen Sie dazu? Ich habe seine Biografie gelesen und die Literatur dazu, die erste islamische Literatur dazu. Und Mohammed hatte viele Menschen umgebracht, hatte viele Kriege geführt in den letzten 8 Jahren seines Lebens, hatte er mehr als 80 Kriege, das heißt ein Krieg pro Monat. Und er ließ Kriegsgefangene enthaupten und hatte seine Religion eigentlich mit Gewalt durchgesetzt. Daher kommt auch diese Bezeichnung Massenmörder. Aber kann denn eine möglicherweise gewalttätige Seite eines Religionsbegründers eine ganze Religion diskreditieren? Ich diskreditiere nicht die ganze Religion. Der Islam ist viel komplizierter als das. Mohammed selbst ist viel komplizierter als das. Ich beschreibe ihn im Buch als eine ambivalente Persönlichkeit, die natürlich auch viele gute Seiten hatte und viele gute Sachen getan hatte. Aber wenn ein Prophet Kriegsgefangene, die sich ergeben haben, enthaupten lässt, wenn ein Prophet kriegsgefangene Frauen als Sexsklaven für sich und seine Freunde nimmt, wenn ein Prophet die Ungläubigen, Christen oder Juden oder aus ihrer Heimat wegschickt oder vertreibt, wenn er seine Religion mit dem Schwert durchsetzt, dann überwiegen die negativen Seiten seiner Persönlichkeiten. Man könnte auch sagen, der IS im Irak sorgt sich auch um die Armen und bekämpft die hohen Preise und hat viele soziale Einrichtungen aufgebaut. Das macht sie nicht zu einer wohltätigen Organisation, sondern nach wie vor bezeichnen wir den IS zu Recht als einen Terrorstaat. Mit Ihren neuen Thesen werden Sie sich keine weiteren Freunde in der islamischen Welt machen. Es gibt Mordaufrufe gegen Sie, weil Sie den Islam bereits mit Faschismus gleichsetzen. Wollen Sie noch weitere Killerkommandos gegen sich in Gang setzen? Nein, ich bin ein Schriftsteller und ich bewerfe den Menschen nur mit Worten und ich erwarte, dass sie mit Worten zurückantworten. Bevor ich dieses Buch Mohammed, eine Abrechnung auf Deutsch veröffentlicht habe, habe ich da die Inhalte auf Arabisch auf YouTube gestellt und über 1 Million Menschen haben das innerhalb von 3 Monaten gesehen und das zeigt, dass natürlich auch das Bedürfnis da ist seitens vieler jungen Muslime, dass die sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen. Ich bekomme nicht nur Drohungen und negatives Feedback, aber auch viel Zuspruch von Menschen, die endlich Mohammed historisch kritisch betrachtet sehen wollen. Mit welchem Recht beanspruchen Sie, dass Ihre Sicht auf den Koran und auf den Islam die richtige ist? Ich beanspruche dieses Recht nicht. Das ist der Unterschied zwischen meinem Buch und dem Koran. Mein Buch ist kein Koran und keine Bibel. Mein Buch ist menschlich. Ich habe das Recht, diese These aufzustellen. Und ich kämpfe dafür, dass alle anderen Menschen ihre islamkritischen Bücher auch schreiben können, veröffentlichen können, ohne dass sie um ihr Leben fürchten zu müssen. Das ist eines der Ziele dieses Buches, nicht nur Mohammed als Mensch zu beleuchten oder seine Taten zu kritisieren, sondern auch die Messlatte für die Freiheit nach oben zu schieben, wenn es um Islamkritik und Mohammedkritik geht. Ich wünsche mir, dass mehr Leute Mohammedkritik betreiben, dann muss ich nicht unter Polizeischutz leben, dann muss ich nicht um mein Leben fürchten, dann sind wir viele. Der frühere Bundespräsident Wulff und auch die Kanzlerin Merkel sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Gehört er das? Nein, definitiv nicht. Muslime gehören zu Deutschland, weil sie Bürger sind, weil sie Menschen sind. Es ist nicht die Aufgabe eines Politikers, eine Religion einzubürgern oder auszubürgern. Politiker sollten sich um die Menschen kümmern, ihre Bedürfnisse, Bildung, Arbeit, das brauchen die Menschen und nicht, dass man ihnen sagt, diese Religion gehört zu Deutschland. Was ist Islam denn?
Was ist Islam denn? Zum Islam gehört Scharia, zum Islam gehört Dschihad, zum Islam gehört Unterdrückung der Frau, zum Islam gehört die Vergöttlichung und zur Verherrlichung von Mohammed und die Unantastbarkeit des Korans. All das hat mit der Aufklärung nichts zu tun, hat mit dem Grundgesetz nicht zu tun. Religionsfreiheit gehört zu Deutschland, aber das macht nicht der Islam als Teil von Deutschland. Alles, was Sie aufgezählt haben, sind undemokratische Strukturen. Müssen die in einem demokratischen Land verboten werden? Die undemokratischen Strukturen müssen verboten werden. Ich kann niemandem verbieten, in einer Moschee zu gehen und zu beten. Aber ich muss es verbieten, wenn Frauen im Namen des Islam unterdrückt werden, zwangsverheiratet werden. Ich muss es verbieten, dass Menschen Gewalt in den Moscheen predigen. Da muss mehr Kontrolle her, vor allem, weil auch jetzt mehr Muslime nach Deutschland kommen. Da müssen die Spielregeln noch deutlicher werden. Wenn der Islam, so wie Sie beschreiben, immanent gewalttätig auch ist, dann wären ja potenziell alle Muslime potenziell auch gewaltbereit und gefährlich. Können Sie wollen, dass Ihre Argumentation auf einen so einfachen Nenner heruntergebrochen werden kann? Wenn man den Islam wörtlich nimmt und die Ansprüche, die der Islam selbst im Koran stellt und in den Aussagen des Propheten stellt, dann muss man entweder sich vom Islam verabschieden oder tatsächlich die Ideologie des Dschihads, der Ideologie des Dschihads zustimmen oder mitmachen. Gott sei Dank machen das die Mehrheit der Muslime nicht. Die meisten Muslime sind friedlich, weil sie die Texte nicht wirklich kennen, auch nur so lesen, um alles Segen und die politische Seite beiseite legen. Die Islamisten tun nichts anderes, als dass sie diese Texte ernst nehmen, dass sie sie umsetzen wollen, weil sie sagen, wenn das das letzte Wort Gottes ist, das er an die Menschheit je gerichtet hatte, dann muss es einen Inhalt besitzen, politisch, moralisch, ethisch für alle Zeiten. Und wir als Muslime haben den Auftrag, Gottes Wille auf Erde durchzusetzen. Und daher kommt der Dschihadismus. Die meisten Muslime tun das nicht. Die meisten Muslime sind friedlich, aber sie sind nicht friedlich, weil sie Muslime sind. Ich kann sagen, vielleicht, obwohl sie Muslime sind. Aber Ihre Kritik zielt ja auf den Islam als Grundlage auch der gewaltbereiten Muslime, der Islamisten. Und Sie äußern ja damit quasi einen Generalverdacht gegen alle Muslime. Können Sie das wollen als aufgeklärter Mensch? Das ist kein Generalverdacht. Wenn ich sage, nichts macht der IS mehr als das, was Mohammed damals getan hat. Alles. Vertreibung der Ungläubigen, Enthauptung von Ungläubigen, von Kriegsgefangenen, Vergewaltigung von Kriegsgefangenen, Frauen, Kopfsteuer für Christen und Juden, Eroberungskriege, Gewalt gegen Frauen. All das hat Mohammed getan. Er dient als Vorbild. Sie sitzen eins zu eins, was er damals getan hat. Die Tatsache, dass viele Muslime an der Zivilisation herangewachsen sind und neue Identitätsströmungen zugelassen haben, moderne Bildung in Europa oder in ihren Heimatländern genossen haben, das macht nicht den Islam positiver, als er ist. Sie sind halt ein Stück entfernter vom Kern des Islam. Und diejenigen, die den Islam so in der Originalfassung umsetzen wollen, enden als Terroristen in Syrien und Irak, in Nigeria, in Pakistan, in Afghanistan. Die Liste ist groß. Überall in der islamischen Welt gibt es solche Strömungen. Sie selber waren nicht immer aufgeklärt und nicht immer liberal. Sie waren selber Islamist. Wie kam das? Ja, ich bin religiös erzogen worden. Danach habe ich mich von der Familie verabschiedet. Ich war in einem Dorf und dann ging ich nach Kairo. In Kairo fühlte ich mich wie ein Fremder im eigenen Land. Ich suchte nach einer neuen Gemeinschaft und landete bei den Muslimbrüdern, die natürlich Rattenfänger waren. Und ich verbrachte 2 Jahre mit ihnen. Aber auch da habe ich gemerkt, dass es keine Erfüllung ist. Und man wiederholt nur die Geschichte oder versucht, die Geschichte nur zu wiederholen. Und durch kritisches Denken habe ich mich von dieser Ideologie auch distanziert. Sie leben, Sie haben es erwähnt, unter Polizeischutz wegen der Mordaufrufe gegen Sie, die es schon gibt. Ist das nicht ein schreckliches Leben? Es ist kein gutes Leben. Ich meine, es ist kein genießbares Leben. Ich kann nicht mehr so spontan Termine vereinbaren. Alles muss vorher abgesprochen werden. Aber es war meine Entscheidung und ich bereue es nicht. Ich schreibe eben, damit das
keine Normalität wird. Für viele Menschen ist es Normalität. Ja, du hast mal den Islam kritisiert, du musst damit leben. Nein, ich muss nicht damit leben. Kein Mensch muss damit leben. Ich kritisiere Mohammed und den Islam so oft, bis es eine Normalität ist, bis es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man die Religion, den Propheten kritisieren kann, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Sie werben für einen aufgeklärten, säkularisierten Islam. Es sieht aber gerade nicht so aus, als wenn die Aufklärer und Gemäßigten Zulauf bekommen, sondern Boko Haram, Al-Qaida, IS bekommen Zulauf. Haben Sie Hoffnung, dass sich das ändert? Ich glaube nicht, dass der Islam an sich reformierbar ist, aber das Denken der Menschen ist reformierbar. Die Haltung der Menschen gegenüber der Religion. Ich glaube nicht, dass man an den Versen des Korans so herumschrauben kann, dass sie auf einmal aufklärerisch und modern wirken. Das wird nie der Fall sein. Aber die Menschen könnten manchmal durch Schocktherapien, manchmal durch solche Bücher einfach eine andere Sicht auf ihre Religion bekommen und das menschlich sehen als eine menschliche Entwicklung und nicht als eine göttliche Eingebung. Zum Schluss unseres Interviews möchten wir auch mit Ihnen unsere drei unvollendeten Sätze gerne vollenden, wenn Sie mögen. Und der erste Satz dazu wäre folgender: Die Abtrünnigen sind oft die schlimmsten Eiferer, heißt es. Dazu sage ich? Dazu sage ich, die Abtrünnigen jeder Gesellschaft war im Nachhinein für ihre Abtrünnige dankbar. Meine Lieblingsstelle im Koran ist? Meine Lieblingsstelle im Koran ist, Gott ist das Licht der Himmel und Erde. Trotz der Mordaufrufe gegen mich werde ich den Islam weiter kritisieren, weil? Weil ich die Freiheit ernst nehme. Abdelhamid Samad, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.